Waldspaziergang mit Emma und Lucy ist immer wieder ein schönes Abenteuer. Die beiden schwarzen Labradorhündinnen sind Schwestern. Emma lebt bei mir und Lucy gehört zu meiner Tochter, die auch diese wunderschönen Fotoaufnahmen gemacht hat. Wir treffen uns gerne ab und zu mit unseren Hunden auf einem nahegelegenen Waldparkplatz. Mittlerweile sind die beiden 2,5 Jahre alt. Sie sind vollständig ausgewachsen, belastbar und dürfen auch schon große Runden laufen. Beide Hunde lieben das Verweilen an einem Platz. Auch wir sitzen gerne auf einer Bank, genießen die Sonne und schauen den Hunden zu. Diese Fotos von Emma und Lucy sind überwiegend bei unserem letzten Spaziergang an einem warmen, sehr sonnigen Wochenende im Herbst 2022 entstanden. Emma und Lucy sind sich optisch zum Verwechseln ähnlich. Auch in ihrem Wesen, das äußerst freundlich und friedfertig ist, ähneln sie sich sehr. Sie haben auch ähnliche Angewohnheiten. Wir beobachten sie und stellen aber trotz der vielen Parallelen die Verschiedenheit der Hunde bezüglich ihres Verhaltens und Handelns allgemein fest. Lucy ist eine vorbildliche Mitarbeiterin. Sie ist unendlich fleißig und immer in Bewegung. Als vordere, extrovertierte Kundschafterin geht sie meist vorne, ist sehr aufmerksam, erkundet die Umgebung und zeigt uns ganz viel an. Lucy macht uns auch auf andere Spaziergänger oder Radfahrer, die noch weit entfernt sind, aufmerksam. Sie weist auf andere Hunde hin, Pferde mit Reiter oder zeigt uns Abzweigungen, die in den Wald führen. Wir zeigen Lucy immer wieder unsere Wertschätzung über ihre Kompetenz und bedanken uns bei ihr, worüber sie sich sichtlich freut. Die Hündin meiner Tochter ist kraftvoll, fröhlich und unbeschwert. Sie ist arbeitsam, sammelt Äpfel, die sie zerkleinert und futtert und mit Emma teilt. Und sie liebt es, sich im kühlen Gras zu wälzen. Gerne sucht Lucy den Waldrand nach Stöcken ab. Man hört sie dann nur noch, wie sie da krustelt, um dann einen tollen Stock anzuschleppen, über den dann verhandelt werden kann. Mit Lucy unterwegs zu sein, da wird es nie langweilig. Die Ausflüge mit ihr in den Wald sind spannend, erlebnisreich und manches Mal auch recht wild und aufregend. Sie ist eine ganz tolle Kundschafterin. Hier seht ihr Emma. Sie sitzt oder liegt gerne und schaut sich in aller Ruhe die Welt an. Emma mag es sehr, wenn alle beieinander und ansprechbar bleiben. Sie kann aber auch entspannt spielen und wild und ausgelassen mit ihrer Schwester Lucy toben. Emma ist beim Spazieren im Wald meist im Umkreis von wenigen Metern um mich und meine Tochter herum. Sie bleibt gern nah bei uns und entfernt sich selten. Ihre Kompetenz als Zentralhündin ist, Ruhe in ein Rudel zu bringen. Und dies tut sie unermüdlich, indem sie selbst immer mehr in ihre Ruhe und Mitte kommt. Vor einigen Monaten ist Mina, unsere helle Labradorhündin, bei uns eingezogen. Für Emma und uns eine schöne und große Aufgabe. Wir freuen uns jetzt schon auf die Zeit, wo Mina groß und stark genug ist, um uns auf unseren Waldspaziergängen zu begleiten.